Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 51. Part von Destiny. Wir werden uns heute noch einer Mission aus dem DLC widmen, und zwar dieser hier, Böses Blut. Untersuche den Scharaufstand in den verseuchten Landen. Die werden wir jetzt angehen, denn ich schätze ein bisschen, dass daraus der Strike resultiert. Also, dass er dann auf der Karte ist, weil er ist ja bis jetzt bei mir noch nicht auf der Karte. Die Musik ist geil! Okay, jetzt ist er aus, schade. Fand ich gerade so toll. Etwas hat die Schar in den verseuchten Landen gereizt. Und wir können uns eine neue Front in diesem Kampf nicht leisten. Die gefallenen Spleißer bereiten genug Ärger. Also, begib dich hinunter. Wenn die Spleißer die Schar aufwiegeln, müssen wir wissen, wie und warum sie das tun. Und du musst dem ein Ende setzen. Also erstmal eins. Müssen muss ich gar nichts, ja? Pisser. So, nee, ich denke, dass daraus der Strike resultiert, weil ich glaube, der Strike hat auch irgendwas mit damit zu tun. Glaube ich zumindest. So, ich benutze inzwischen eine andere Hauptwaffe, auch ein Automatikgewehr, einfach nur, weil ich das hier, das Schwert, das wir bekommen haben, inzwischen als dritte Waffe benutze. Und man kann ja nur ein exotisches Teil pro ja, Platz, also pro Reihe sozusagen haben. Und habe jetzt, ich habe auch das Eisen-Jallahorn inzwischen, das werde ich jetzt aber mal noch nicht benutzen. Das ist dann eher sowas, was ich benutze, wenn ich sehe, okay, da ist ein Boss. So. Also das Gewehr, das ich gerade benutze, finde ich jetzt gar nicht so geil. Ich hätte lieber ein Impulsgewehr. Ich habe auch ein Impulsgewehr, aber das ist richtig scheiße. Und ja, das benutze ich einfach das. Bam in die Fresse. Bam in die Fresse. Und ich benutze auch inzwischen wieder, das Revolverhelden. Den Revolverhelden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger heißen. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Einfach nur, weil ich finde zwar die Ulti davon nicht geil, aber ich finde das Wurfmesser so abgrundtief geil. Gott, that aim. Irgendetwas sagt mir, dass dann noch mehr dahinter steckt. Bam, bam. Da stimme ich zu. Die Schar kann sehr hier ein Sparrow mal kurz. Scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Hätte ich mich gar nicht hier durchkämpfen müssen. Oh, ein paar Gegner besiegen. Muss auch mal gönnen. Und du, ja, krasses Stunt, Alter. Okay, hätte krasser sein können, wenn ich ehrlich bin. Hätte schon ein wenig krasser sein können, wenn ich ehrlich bin. Hülle des Riesen. Oh. Okay, ich dort irgendwo. Moin. Das wäre einfach richtig geil, oh. Das ist aber genau mein Start of Life hier. Oh, der hat sich verpisst. Was ist ein Assi? Bam. Oh, schade. Soll ich so einen coolen Headshot mit dem Ding machen, weil wenn man mit dem... Oh Gott, ich krieg gerade ein bisschen auf die Fresse. Wenn man mit dem einen Headshot macht, dann kriegt man das direkt wieder. Also man kann es direkt nochmal benutzen. Ah, okay, die Granate hätte ich noch aussetzen sollen. Die ist nicht so cool. Das ist so eine... Annäherungsgranate. Die ist nicht so cool. Was soll denn der Scheiß? Kann ich kaputt machen, oder? Jo. Soll ich hier eigentlich rein? Was ist eigentlich gerade mein Ziel? Ich hab's gerade irgendwie... Du da oben, ne? Ich krieg mit dem Ding keinen Headshot hin, ne? Das ist einfach unfassbar. Achso, ich soll den da oben erledigen, ja, sagt's mir doch. Say to me! Oh, da flog eine Granate, während ich gerade hier hochhüpfen will. Bitte die mal bitte aufhören, mich abzuknallen. Ich versuche hier hochzugehen. Hi, wow! Moment mal. Kurz hier warten und dann. Bam! Bam, bam. Ah, Schwerter sind einfach geil. Tschüss. Kodiertes Schleißerin-Priester. Es gibt Hinweise, dass die Schar hier ist. Entweder verheimlicht der Spleißer. Ich glaube, ich bin richtig, aber es sieht danach aus. Da sind wir hochgejumpt. Durchsuche die Überführung. Versuche noch andere Sachen zu finden. Was immer die Schar. Das Schiff auf, um mich zu schießen. Die Schar hungert danach. Öffnen wir doch einige dieser... Komm her! Bam! Sehen, aber mit dem Schwert hier hat man viel, viel mehr Munition als mit dem, wo ich davor hatte. Au. Diese fucking Schiffe hier überall, ne, die mich hier abknallen. Hört auf damit. Oh. Bin ich... Achso, da war noch... Oh. Ah, Entschuldigung. Verdammte. Viecher. Ja, wie jetzt? Zumindest mal ganz hoch, also hätte es mir auch wenigstens einen Checkpoint geben. Ah, wobei, hier kommen wir ja schnell hoch, stimmt. Trotzdem hätte es mir... Na, willst du wohl jetzt auf das Ding da drauf springen? Danke. So, bin wieder oben. Jetzt sind die Schiffe hoffentlich weg, weil ich hasse es.
Oh ne, da hinten sind noch welche. Achso, versuche das Schloss zu öffnen. Zu. Nichts. Mach weiter. Mach ich. Mach ich doch sowieso. Okay. Bam. Das ist wie so ein kleiner Scheißroboter. Weg da. Ich versuche mal kurz das Schloss zu öffnen, während die mich hier pipballern. Bewegt sich nicht. Suchen wir uns eine andere. Jo. Diese Kackschiffe da oben, ne? Ich will mich hier eigentlich nur rausbewegen. Habe Angst, dass das Schiff mich da abknallt. Genau. Hey, 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 hey. Stopp. Ah, machen wir halt erstmal den da oben kurz weg. Die gehen ja schnell da. Ja, genau, verschwinde mal. Danke. So. Hier soll ich noch. Hi. Oh Gott, ich wollte nicht mein Wurfmesser werfen. Ich wollte eigentlich nur in die Fresse schlagen. So, dann versuchen wir das hier noch zu öffnen. Bewegt sich nicht. Suchen wir uns eine andere. Sogar einer runtergejumpt, jo. Bam. Okay. Ich hätte vielleicht nicht unbedingt die Granate in mein Gesicht werfen. Ich habe nicht gedacht, dass sie mich komplett umbringt. Ich meine, ich war ja voll. Vom Leben her eigentlich. Oder ich habe nicht drauf geachtet zumindest. Aber ja, okay, dann sind wir halt durch unsere eigene Nate gestorben. Okay, da soll ich vielleicht aufpassen. Ich gehe wieder hier hoch. Moin. Bam. Da reicht so ein schöner Messerschlag. Wenn sie immer von oben runterkommt, verschwindet und bleibt weg. Ey. Jetzt ist aber gut. Zweimal sterben ist das. Darf ich jetzt bitte kurz einfach nur das machen? Ja, na? Ja, die können mich ruhig anballern. Ich will nur wissen, ob es das Richtige ist. Kein Anscheinend Glück. Nicht. Wir sollten jedoch weiter suchen. Ah ja, ist gesagt, kein Glück. Ich habe verstanden, ein Glück. Bis ich es dann gelesen habe, dachte ich mir so, wow! Hi, ich bin kurz runtergefallen, sorry. Wir müssen nach anderen Containern suchen. Ja, ich bin doch dabei, Bro. Nur da oben. Ah, schade. Wenn ich schon mit meinen Waffen keine Headshots hinkriege und dann versuche ich natürlich mit einem Wurfmesser Headshots zu kriegen, das ist natürlich das Sinnvollste ever. Und da drüben ist noch so ein roter. Hier stimmt was nicht. Ah, dann bist du wohl der Richtige. Ich kann nichts dran versuchen. Ah, jetzt hier. Ah, oh Gott, okay. Verleibeigene. Das ist nicht gut. Ja, ach was. Moment. Hive-Hülle. Was ist Hive-Hülle? Was sind gesammelte Hinweise? Okay, wir sollen jetzt Hinweise sammeln. Also noch mehr. Okay, einfach nur die Gegner töten, dann droppen die Hinweise. Okay. Was? Hä? Will noch jemand Stress? Du da oben, hä? Au. Wo sind noch welche? Komm, zeigt euch! Ah, hier rechts von mir. Oh, ein Ritter. Moment. Bam. 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 Fuck, der hat mich gesessen. Zumindest nicht so gut. Oh, sehr schön. Ritter ein bisschen verwundet. Ja, kannst du nicht dein Schild machen. Alter, hinter mir. Egal, ich schlage erstmal den Ritter tot. Da ist ja noch einer. Wegspringen. Nicht nochmal von unserer eigenen Granate töten. Oh, Alter. Das war ein cooler Move. Muss ich dir echt lassen. Das war echt ein cooler Move. So, hinter mir. Jetzt kommen sie wieder aus dem Container raus. Ja. Hochverfluchte Leibeige, die so schnell wie möglich ausschalten. Perfekt. Alle mitgenommen. Und da kommen die nächsten. Hey, 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 hey. Ganz ruhig. So, die Leibeigenen sind tot. Ich habe auch ein Schwert. So, mit die zwei Hellfüllen, dann haben wir noch nicht alle. 96%. Und noch eine Welle, sozusagen. Ah, oh, eine Hexe. Und zwei Hexen. Okay, Hexen mag ich ja gar nicht. Ne? Bam. Mal aufpassen, wir sind gerade vergiftet. Der Splicer, hohe Priester. Er versammelt die Leibeigenen. Sammelt sie. Na, hey. Kein Wunder, dass die Schar auf dem Kriegspfad ist. Folge den Hinweisen. Gibt es eine Möglichkeit, dass das nicht mit den Splicer-Experimenten mit Siva zusammenhängt? Gering bis gar nicht. Ich schätze mal, wir können einfach... Ich gehe in meinen Spur und gehe dann da runter. Ich hoffe, dass wir jetzt dann nicht irgendwie Schaden kriegen oder so. Ah, die Szene ist aber nicht so schlimm.
Ist aber nicht so schlimm. Die Spleißer die Leibeigenen einfach so verdrängen. Fürs Gallon muss man auch echt so viel, man muss da echt einiges machen für, und vor allem solche Eisenmedaillons sammeln. Und die waren teilweise richtig eklig versteckt. Richtig, richtig widerlich. Servus, ich muss hier nur mal kurz durch. Au, au. Der Gefallenen. Wir haben gesehen, was sie mit begrenztem Wissen über Siva tun können. Oh. Im Grunde haben sie ihre eigene Weiterentwicklung gewaltsam erzwungen. Also. Also? Was, wenn sie dasselbe mit der Schar vorhaben? Es gibt Siva-Messwerte in dieser Region. Ich werde versuchen, sie mit den spezifischen Hitzesignaturen, die wir gefunden haben, zu vergleichen. Okay. Sie können sie kontrollieren. Oder schlimmer. Da. Wo ist da? Zweifellos der richtige Ort. Wo ist da? Wo ist da? Sag mir doch, wo da ist. Gut, ne? Sag mir nicht, wo da ist. Moin. Aua. Da haben uns. Wir sollten echt ein bisschen mehr aufpassen mit unserer Granate. Die scheint eine große Range irgendwie zu haben. Komm, geht mal weg, Alter. Warum sind hier so viele von diesen verdammten Schwebern? Und explodieren da. So, dann musste ich kurz niesen. Ich habe in der letzten Sekunde aus dem Mikrofon ausbekommen, weil. Ich denke mal nicht. Oh Gott! Hui! Weil ich denke mal nicht, dass man mir zuhören möchte, wie ich hier rumniese. Oh, hallo! Ja, komm hier, hier ist mein Haus, Alter. Hallo, kannst du dich einfach hier reinsteppen? Ich kann aber mal zack machen. Ja, ich bin kein Fan von der Ulti. Aber für solche größeren Gegner ist es eigentlich ganz gut. So, zwei blaue Entrammen nehme ich natürlich dankend an. Letztens habe ich auch wieder ein Lilanes gefunden. Aber als ich auf der Suche nach meinem Gjallarhorn war. Und der Scheißdinger. Macht sie alle kaputt, Alter. Okay, Leibeigene. Und vor allem explodieren der von denen. Da sollten wir ganz kurz weg. Und dann umdrehen und dann ballern. Alter. Halt, stopp. Bam. Sehr gut. Da sind noch von den Versuchten. Bam. Oh. Okay, der Headshot muss sie auch töten von dem Wurfmesser. Dann kriegt man es wieder. Alles gegen Boss-Headshots machen bringt da nichts. Das wäre auch ein bisschen OP. Soll ich hier scannen, oder? Ja. Das sieht schlimmer lecker aus. Nicht sein. Die Spleißer sind nicht im territorialen Krieg mit der Schar. Sie experimentieren an ihr. Und falls der Spleißer bereit ist, so weit zu gehen, dann hat ihn diese Macht entweder verrückt gemacht oder er nimmt Befehle von jemandem an, der durchgedreht ist. Ein Archon vielleicht? Oder ein Primus. Archon. Egal, beides ist schlecht. Jetzt haben Gegner sind im Allgemeinen schlecht. Wir müssen diesen Hohepriester finden und seinen Gräueltaten ein Ende bereiten. Na guck mal, was ich für coole Schusslöcher hinterlasse, Alter. Guck mal, die hinterlässt. Alter, geil. Ey, ich wollte noch weiter testen. Ach, das ist ja. Sonnenbezwinger-Herausforderung, was? Ah, zwei Tote. Man gönnt sich ja sonst jetzt keine Prämien. Dankeschön, Spiel. Hättest du mir wenigstens eine Prämie geben können. Dafür, dass ich das so super gut gemacht habe mit zwei Toten. Ich meine, einer war ein Selbstmord, aber. Selbstmord ist keine Lösung, Kinder. Selbstmord ist keine Lösung, ja. Auch nicht in Destiny. So, dann haben wir die Mission geschafft. Was ist denn die nächste Mission? Auch wieder hier. Ah, der Strike. Habe ich mir doch schon fast gedacht, dass das nicht der Strike ist. Okay, den werden wir dann in der nächsten und dann wahrscheinlich auch letzten Folge angehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch noch rum da. Schaut in die Playlist nach dem Kanal. Auf dem Kanal, wobei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.